nur noch ein Stück geradeaus. Gott sei Dank haben wir es endlich geschafft. 27 Staus auf dieser Autobahn, das ist ja grausam. Gott sei Dank haben wir ein geiles Auto. Ja, stopp mal einfach hier, stopp mal hier. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Leck mich am Ärmel. Ein Luxusauto. Oh, sowas bräuchten wir öfter mal. Das ist ja auch das beste Pflaster überhaupt, das man sich ausgesucht haben könnte. Vielen Dank, wir sehen uns später. Bis denn, ciao. Oh, Kopfsteinpflaster. Oh, 1575 das Ding gebaut und die Einfahrt sieht besser aus als der ganze Schuppen hier. Na nett, wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier so erwartet. Gott sei Dank habe ich einen Schminkkasten schon dabei. So, komm rein. Oh. So. Da bin ich. Na super, du kommst ja auch schon. Ja, 5 Minuten. Nein, wir hatten gesagt, 15:45. 15:45. Na, so viel war das jetzt auch nicht. Sind alle da soweit? Geh schon mal vor. Ich komme dann jetzt gleich nach. Hallo, Pengeli. Ah, sei gut. Oh, schickes T-Shirt. Du siehst aber heute gut. Ich dachte, du siehst so schick gemacht. Soll ich dir deinen Kopf haben? Ja, nimm doch mal den Kopf. Lass mich auf die andere Seite. Komm, hack mich mal ein. Nein, ich hack mit dir ein. So, wir haben ihn. Und du warst wieder im Fitness. Naja, das brauche ich zum Glück nicht. Ich habe auch so körperliche Arbeit. Ein ganzer Kerl, dank Schapin. Ja, so ist sie. Wo sind wir denn hier? Ja, das ist der Saal. Ja, wunderbar, wunderbar. Hier soll das Ganze stattfinden. Hier soll das Ganze stattfinden. Ah, ja, das mal trinken. Gehen wir später. Müssen wir erstmal sitzen, weil wir einen Anschein gefragt gehabt haben. Oh, ich will mal die anderen holen. Ja, ja, hol du mal die anderen. Ich warte dann mal hier so lange. Hildegard! Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Hopp, hopp! Oh, kompliziert. Hier ist das kompliziert. Hier. Toilettenpapier haben sie auch keins. Mann. So. Und natürlich auch Radio Plan B TV. Wir befinden uns hier im Gute Sandbeck in Osterholz und ich habe mir heute 3 Damen eingeladen. Wir wollen ein bisschen über die Not der Veranstaltungstechnik und Branche talken, ein bisschen horchen. Ja, und ich würde einfach mal sagen, die Damen stellen sich jetzt einmal vor. Ingo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, mein Name ist Saskia Caprice. Ich komme hier aus Osterholz-Scharmbeck. Ich bin Travestiekünstler und durch den Lockdown von Corona sind natürlich auch bei mir einige Veranstaltungen ausgefallen. Ja, also mein Name ist Peggy Lee. Ich bin ja gerade erst hier angekommen in diesem wunderschönen Städtchen. Ihr habt es ja gesehen gerade, ich bin in einem super Luxusauto hier angekommen. Ich organisiere ja immer so Privatpartys und die kann man ja nun im Moment auch überhaupt nicht machen. Das finde ich echt traurig, weil ich langweile mich. Ja, guten Tag, mein Name ist Hildegard Drümmel. Ich komme auch hier aus dieser wunderschönen Stadt und man hat mich eingeladen, weil ich früher immer auf Hochzeiten schon mal gesungen habe. Und damit bin ich ja auch eigentlich eine Künstlerin. Ja, meine Freundin, wir kennen uns ja auch schon länger, die sind ja ganz toll luxuriös hier aufgetaucht. Ich bin ja mit meinem eigenen Fahrrad gekommen. Ich wohne ja nicht weit, ich wohne ja gleich um die Ecke da hinten, so 3 Straßen weiter, da brauche ich gar kein Auto und sowas. Also ich bin mit dem Fahrrad hier. Ist auch kein ganz neues, weil kann ich mir ja auch nicht leisten. Ich kann ja nicht mehr singen. Also ich darf nicht mehr. Ich könnte schon, aber ich darf ja nicht. Das ist alles traurig. Ja, könnte nicht. Wie ihr sicherlich wisst, ist seit März überhaupt nichts mehr in der Veranstaltungsbranche los. Sie liegt da so völlig am Boden. Wie ist das genau für euch? Ja, es ist natürlich eigentlich eine Katastrophe. Seit Anfang März laufen weder große noch kleine Veranstaltungen. Alle Veranstaltungen sind abgesagt.
Es waren bis zum heutigen Tage ungefähr 12 Veranstaltungen von mir geplant in Eigenregie mit einer Eventagentur hier aus der Gegend zusammen. Alles ist zusammengebrochen, es ist überhaupt keine Aussicht, keine Zukunft. Wir wissen überhaupt nicht, wann es weitergeht, wann es losgeht, wann wir überhaupt mal wieder planen können, weil so eine einfache Veranstaltung ist ja auch nicht von heute auf morgen erstellt, sondern braucht ja auch eine gewisse Vorlaufzeit, bis da alles organisiert und gemacht ist. Keine Partys, keine Diskotheken, keine Privat-Events, nichts, sag ich ja. Ja, da habt ihr schon recht. Die Branche liegt am Boden, es geht gar nichts mehr. Man kann ja auch nirgendwo mehr hingehen. Ja, ich habe das ja auch schon gesagt vorhin. Ich bin ja auch Solokünstler, aber im Moment läuft ja bei mir auch überhaupt nichts. Weil ich habe ja auch früher schon so auf Hochzeiten gesungen. Auch nicht nur hier in Ostholz-Scharmbeck, nee. Auch so im Umfeld, dann haben sie mich engagiert. Da war ich in Bremen und in Ritterhude, ganz lange her, da war ich im Red Balloon. Ja, das war toll, eine super Stimmung war da. Na, du musst dich nicht beklagen. Wirklich nicht. Deine Trellerei da auf Hochzeiten. Ich bin die ärmste Sau hier. Ja, also für große Eventfirmen ist es sicherlich einfacher, vermutlich, sage ich jetzt mal, aber genau wissen wir es auch nicht, aber Events zu machen für Solokünstler ist das ja meist das Risiko viel größer. Natürlich könnte ich zum Beispiel auch ein Outdoor-Gelände mieten, das Ganze absperren lassen, eine Bühne aufbauen lassen, die Technik rausbringen, eine Bar, ein Catering, wie auch immer, den Eingang hier rein, da raus, Garderobe extra, aber mal ganz ehrlich, es rechnet sich überhaupt nicht. Wie sieht denn das jetzt aus mit euren Hilfen, die es ja angeblich geben soll? Keiner von meinen Kollegen, die ich persönlich kenne und mit denen ich darüber natürlich auch geredet habe, hat irgendeine staatliche Hilfe bekommen. Also ich kenne welche, die welche bekommen haben. Die haben aber noch dazu gefügt, dass, wie gesagt, für Betriebsausgaben, die ein Solokünstler ja nicht hat, darf er das Ganze oder diejenige dann, wie gesagt, auch wieder zurückzahlen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Aktion eigentlich. Das ist bei mir genau die gleiche Geschichte. Betriebsausgaben sind im Grunde genommen null da. Aber ich meine, jeder von uns Solokünstlern, Kleinkünstlern, hat natürlich auch seine Ausgaben. Sprich Miete, Strom, Wasser, Essen müssen wir auch. Ja, ist ja egal, ob kleines oder großes Risiko. Im Moment läuft überhaupt nichts. Und wenn da keine großen Eventfirmen mehr da sind, wer baut mir dann meinen Swimmingpool auf? Wer schickt mir die Sicherheitsleute? Ja, ist ja keiner mehr da. Welcher Disc-Jockey ist denn noch da? Niemand, keiner mehr. Muss ich selber singen? Nein, du singst nicht. Muss ich selber singen? Nee, geht gar nicht. Da muss was passieren. Jungs, Mädels, da muss was passieren. So geht das nicht weiter. Ja, mich würde ja nochmal interessieren, wie sind denn so die Perspektiven jetzt? Ich habe mir extra ein neues Kleid gekauft. Für meinen allerersten nächsten Auftritt, den ich haben werde. Vielleicht bei einer Hochzeit, so wie früher. Aber ich muss dir das zeigen, halt doch mal fest. Schau. Oh, wow. Ist das schick? Das ist schick, ja. Adler. Ja. Bei Geier habe ich das gekauft. Sehr schön. Ja, es kommt für mich gut. Ja, es fällt mir so schön. Ja, ganz. Ach ja, es ist ja so schön. Danke dir. Bitte. Es ist wirklich zum Weinen. Ich habe kein Taschenbuch dabei. Ich habe kein Taschenbuch. Es tut mir leid. Echt. Prost. Naja, aber wenn es dann irgendwann mal wieder hochgeht. Aber wer macht schon eine Party mit einer Maske? Eine Maskenball. Das zum Beispiel, das wäre eine gute Idee. Das wäre dann eine Geschichte, ja. Ein Maskenball könnte man machen. Man hat automatisch einen Staubfinger unten drunter. Ich brauche ja gar nicht viel Zeit, um da irgendwas zu planen. So eine Privatparty ist ja schnell geplant. Da schicke ich eine WhatsApp und meinen Status und meine ganzen Kontakte und schack, haben wir die Bude voll und da geht es dann richtig ab. Ja, lustig kann es dann wieder werden, wenn es dann wieder werden kann. Doch.
Denn mal ganz ehrlich, die Event- und Unterhaltungsbranche ist die sechstgrößte Branche in Deutschland mit über 1,3 Millionen Arbeitnehmern, die alle ihre Rechnungen zahlen müssen, ihre Familien versorgen müssen, die dafür sorgen müssen, dass Strom da ist in der Wohnung. Und alles, alles komplett geht den Bach runter. Und in dem Moment darüber zu diskutieren, ob Fußballspiele wieder mit Zuschauern stattfinden können, ist, glaube ich, sowas von unsinnig. Da sollte man wirklich wichtigere Dinge zuerst besprechen und da eine Lösung finden. Dass Veranstaltung auch nicht Veranstaltung ist, wie unser Gesundheitsminister sagte, dass die Veranstaltungen wieder runtergefahren werden sollen. Welche Veranstaltungen denn? Es sind ja kaum Veranstaltungen da, naja, aber die runtergefahren werden können. Genau, ich denke, aber da meinte er, glaube ich, mehr die Familienfeste. Genau, Familienfeste, wunderbar. Dann muss man halt da ein bisschen mehr darauf achten, dass da wirklich auch die Regeln und die Hygieneregeln, die Abstandsregeln eingehalten werden. Was bei einer Veranstaltung, die wir machen, obligatorisch ist. Und ohne diese Regeln, die Hygieneregeln, jeder muss seinen Zettel ausfüllen, wo er wohnt, wie er wohnt, etc. Blablabla, ist das erstmal überhaupt gar nicht möglich. Daran sollten Sie doch alle mal gedacht haben. Ja, ich denke, das war ein schönes und passendes Schlusswort. Ich denke, da sollte sich die Politik dann auch mal Gedanken drum machen, denn wenn es jetzt vielleicht ein etwas übertriebenes Beispiel ist. Aber ich denke, wenn Frau Merkel kein Mikrofon mehr in der Hand hat, sondern sich demnächst mit einem Megafon bewaffnen muss, dann ist es eigentlich auch schon viel zu spät. Ich bedanke mich bei den drei Damen und wünsche euch jetzt erstmal, bleibt gesund. Sind wir schon durch? Sind wir schon fertig? Ja. Wunderbar. Ah, Kinos, ich habe Durst. Ich habe ja von dir nichts abgekriegt. Gehen wir was trinken? Kommt, wir gehen was trinken. Ich gehe mal aus. Ah, vielen Dank. Wir sehen uns später. Mein Kaffeeschild ist da. Wieder schauen. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Zu seinem 55.000 Euro Auto. Er wollte mich jetzt nach Hause. Er kann mich nicht mehr ertragen. In den Hauptrollen Saskia Caprice, Peggy Lee und Hildegard Drömmel.